eindrücklich vermittelt. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, um uns hier jetzt Informationen über diese Impfung weiterzugeben und möchte ihm jetzt das Wort weitergeben. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Es ist eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen. Vielleicht sollte ich erstmal fragen, hören Sie mich? Wir hören Sie, ja. Ja, sehr gut, wunderbar. Also, hallo miteinander. Also, der Kontakt ist zustande gekommen durch Dr. Maggie Charles, die ich seit 35 Jahren kenne und ist eine gute Freundin. Und sie hat mich animiert, diese Gelegenheit mit Ihnen wahrzunehmen. Und das freut mich sehr. Also, für mich, ich muss sagen, ich beschäftige mich mit Infektionskrankheiten des Menschen durch meine ganze Karriere. Ich habe mich vor allem mit Prionen beschäftigt. Das sind die Erreger der Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung. Das sind keine Viren. Aber das Zusammenspiel zwischen Immunsystem und Erreger ist etwas, was mich interessiert hat über viele Jahrzehnte. Und als die Corona-Krise zustande gekommen ist, war für mich genauso wie für viele andere Kollegen klar, dass wir unser Wissen und auch unsere technischen Möglichkeiten zur Verfügung stellen sollten, um ein bisschen zu helfen, die Krise zu bewältigen. Und mein Labor hat viel Erfahrung gewonnen mit der Massenuntersuchung von Serologien. Das heißt, etwas, was wir sehr gut können, ist viele Tausende von Patienten, Serien zu untersuchen auf die Anwesenheit gegen Antikörper, gegen alles Mögliche. Und das haben wir haben zusammen mit Ingenieuren und mit Computerwissenschaftlern robotische Systeme entwickelt, um enorme Anzahlen von Serien zu untersuchen. Und als Corona zustande gekommen ist, war es für uns nicht schwer, umzuschwenken. Und wir haben mittlerweile über 80.000 Serien untersucht, und zwar praktisch von jedem Patienten, der im USZ aufgenommen wurde und bei dem Blut abgenommen wurde und eine sogenannte Generalkonsent, also die Möglichkeit, dass man Restmaterial beim Blut verwenden kann für die Forschung, was letztendlich über 90% der Patienten zustimmen. Und zusätzlich haben wir auch die Seroepidemiologie untersucht bei Blutspendern. Und das hat dazu geführt, dass wir zwei Kohorten haben. Eine von allen möglichen Patienten, und zwar unselektioniert, alles, was ins Spital reingekommen ist, plus eine sehr große Anzahl von Blutspendern, also auch viele Tausende von Blutspendern untersucht. Das hat uns ermöglicht, eine Bestandesaufnahme der Epidemie zu beschreiben im Laufe der Zeit. Wir haben etwa 2000 Patienten pro Woche untersucht seit Anfang Jahr. Und weil wir bereits auch Proben haben aus den früheren Jahren, konnten wir auch sogenannte Falsch-Positiven erkennen. Also wir könnten, weil die Annahme ist, dass alles, was positiv war im Jahr 2019 und davor, konnte nicht Corona gewesen sein und vielleicht eine Kreuzreaktivität. Also all diese Dinge haben wir gemacht, und ich erzähle es Ihnen, weil diese Studie geht weiter, also, und ich glaube, dass diese Daten jetzt noch viel wichtiger werden, weil diese Serien werden uns auch ermöglichen, herauszufinden, wie wirksam die Vakzinen wirklich sind. Und bei den Leuten, die jetzt geimpft werden, können wir auch wissen, okay, haben sie bereits einen Kontakt zu Corona gehabt oder nicht? Und all diese und sehr viele der Fragen, die Sie mir auch schriftlich gestellt haben, können wir damit im Laufe der Zeit auch werden wir sie beantworten können. Gut, ich habe etwas vorbereitet zu den Impfungen. Das sind zum Teil vielleicht ein bisschen banale Sachen. Ich werde sehr schnell über diese Dinge gehen. Sie sind willkommen, mir über die Chatfunktion
Fragen zu stellen, beziehungsweise Sie können mich auch unterbrechen jederzeit. Ich glaube, das am wichtigsten ist mir die Question-and-Answer-Session. Das heißt, ich möchte hier nicht eine Universitätsvorlesung für eine ganze Stunde halten, sondern relativ schnell über ein paar Dinge gehen und dann Ihnen Rede und Antwort zu stehen. Das sind ein paar Slides, die ich zusammengekratzt habe aus dem Center for Disease Controls. Und zum Teil sind sie auch noch nicht wirklich komplett up to date, aber ich werde es mündlicher ergänzen. Also natürlich die große Neuigkeit sind die RNA-Vakzinen, also die Ribonukleinsäurenvakzinen. Das ist etwas, was bis jetzt kaum gemacht wurde. Allerdings etwas, was man vor allem in so Anti-Vax-Kreisen gehört hat, ist, dass die Technologie unerprobt sei und dass es unverantwortlich sei, das an Menschen auszuprobieren. Man muss dazu sagen, es sind 20 Jahre Forschung an RNA-Therapeutika dem vorausgegangen. Also es ist nicht wahr zu behaupten, dass diese Technologie komplett unerprobt sei. Aber natürlich, in diesem großen Stil ist es bis jetzt nicht gemacht worden. Die vielleicht noch wichtig ist, und auch jetzt das ein bisschen vorwegzunehmen, auch ein paar Fragen, die gekommen sind, von Ihnen, einige von Ihnen, die etwas skeptisch sind, es sind keinerlei Abstriche gemacht worden an der Sicherheit. Diese Vakzine sind in Rekordzeit untersucht und bewilligt worden, aber es sind keine Abstriche an der Sicherheit gemacht worden. Es mag Sie vielleicht wundern, dass eine Vakzine, die normalerweise 5 Jahre braucht, zum Entwickeln oder noch länger, vielleicht manchmal sogar 10 Jahre, dass sie innerhalb von wenigen Monaten bewilligt wurde. Das hängt damit zusammen, dass im Normalfall die meiste Entwicklungszeit verbringen die Wissenschaftler und die Ärzte, indem sie einfach warten. Und sie warten darauf, dass die Businessleute die Gelder locker machen, um die Studien durchzuführen. Sie warten darauf, dass die Bürokraten bei Swissmedic und bei der Federal Drug Administration sich bequemen, die Dossiers anzugucken. Und die Studien verlaufen in verschiedenen Phasen und diese Phasen sind strikt voneinander getrennt. Und diesmal, und das war eine Neuigkeit, man hat überlappende klinische Studien durchgeführt. Jetzt möchte ich noch etwas darüber erzählen, wie funktionieren diese RNA-Vakzinen. Hier jetzt muss ich ein bisschen einen Spagat machen, weil manche der Dinge, die ich hier erzählen werde, sind vielleicht für die einigen von Ihnen absolut langweilig und selbstverständlich und für andere vielleicht hingegen nicht gar nicht verständlich. Also ich versuche ein bisschen jetzt alle ein bisschen zu befriedigen, aber wiederum stoppen Sie mich und sagen Sie mir, wenn Sie etwas nicht verstehen oder wenn es einfach zu banal ist. Also wir haben es mit 2 Formen von Vakzinen, die im Moment in der westlichen Welt eingesetzt werden. Das eine sind die Ribonukleinsäure-Vakzine, das ist die Pfizer-BioNTech-Vakzine und die Moderna-Vakzine. Und dann gibt es AstraZeneca, das ist ein ganz anderes Prinzip. Ich werde auf beides kurz eingehen. Also bei Moderna, bei BioNTech werden Nukleinsäure, also Ribonukleinsäuren, das sind einzelsträngige Nukleotidsequenzen, werden eingebaut. Sie werden synthetisch produziert, also chemisch. Und diese sogenannte Messenger-RNA, diese Boten-Ribonukleinsäure, enthalten die Sequenz, die genetische Information, die notwendig ist, um das sogenannte Spike-Protein, das ist also das Spike-Protein des Virus zu bilden. Und die RNA ist enorm empfindlich, also wenn also es ist sehr, sehr schwierig, RNA in eine so zu behalten, dass sie nicht kaputt geht. Und dazu mussten sehr große Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt werden. Aber vielleicht das Wichtigste ist, dass diese RNA nicht ganz identisch ist mit der normalen RNA des Körpers. Es wurden sogenannte modifizierte Basen eingeführt und spezifisch wurde ein
eine Base, das sogenannte Pseudouridin, eingesetzt. Das trägt zur Stabilität der RNA bei und mit zusätzlichen chemischen Tricks wurden eingesetzt, um die RNA stabiler zu machen, einerseits. Und andererseits, das Problem ist, dass RNA wird vom Körper als fremde erkannt, weil RNA meistens zu Viren oder auch zu Bakterien gehört. Und es gibt ein ganzes Abwehrsystem des menschlichen Körpers, die sogenannte Toll-like-Rezeptoren. Die Toll-like-Rezeptoren dienen dazu, das sogenannte angeborene Immunsystem anzukurbeln. Und es gibt Rezeptoren, die erkennen körperfremde RNA und rufen eine starke Entzündungsreaktion hervor. Und wiederum mit Hilfe von diesen modifizierten Basen kann man diese Reaktion etwas abschwächen. Der zweite Punkt ist, dass die RNA wird in sogenannten Lipid-Nanopartikeln eingekapselt. Und das ist sehr wichtig, weil diese Nanopartikel, die fusionieren dann mit der Zellmembran und sie können dann die RNA in das Zytoplasma der Zelle hineinbringen. Das ist absolut essentiell. Wenn Sie keine solchen Nanopartikel haben, dann wird die RNA einfach außerhalb der Zelle bleiben. Also, und der dritte Punkt ist, dass selbst trotz all dieser Vorsichtsmaßnahmen ist die RNA weiterhin ein enorm empfindliches Molekül. Und das ist der Grund, warum es tiefgekühlt werden muss. Und zwar bei sehr niedrigen Temperaturen. Bei dem Pfizer-Vakzin muss das gehalten werden bei minus 80 Grad. Und bei Moderna, ich glaube, geht es auch bei minus 20, aber für eine kurze Zeit. Also und das bringt natürlich sehr große logistische Schwierigkeiten, weil minus 80er Kühlschränken gibt es nicht so viele und sie sind laut, sie sind teuer, sie verbrauchen enorm viel Strom und es muss, die Kühlkette muss gewahrt werden. Das heißt, die RNA darf unter keinen Umständen auftauen während des Transports. Also all diese Dinge sind logistisch schwierig, aber lösbar. Und dann, was passiert ist, der Impfstoff wird dann in den Musculus deltoides gespritzt. Das ist so ein Querschnitt durch die Muskelzellen und was sie und dann werden diese Nanopartikel aufgenommen, sie werden in das in sogenannte Endosomen eingebracht und dann fusionieren sie mit den Zellmembranen und das und die RNA wird in das Cytosol der zum Beispiel von den Muskelzellen angeführt, auch eventuell anderen Zellen, dendritischen Zellen und dort die Ribosomen, das sind die Fabriken, die die Proteine machen, die Ribosomen nehmen sich der künstlichen RNA an und anhand der Sequenz bilden sie dann die viralen Bestandteile. Und diese viralen Bestandteile, die werden dann von der Zelle produziert und dort werden sie erkannt von den B-Lymphozyten und die B-Lymphozyten zusammen mit den T-Helper-Lymphozyten und mit den dendritischen Zellen. Es gibt eine ganze Immunpräsentationskaskade, die da stattfindet und das Ergebnis ist die Produktion von Antikörpern gegen das Spike-Protein. Und diese Antikörper sind dann hoffentlich schützen sie, aber das wurde gezeigt, dass das Spike-Protein eigentlich enorm immunogen ist, also letztendlich ist es gar nicht so schwierig, eine Immunantwort hervorzurufen und das ist wohl der Grund, warum praktisch alle Vakzinen, die getestet wurden in Clinical Trial, eigentlich recht gut funktionieren. Und die AstraZeneca und Johnson & Johnson Vakzine funktionieren nach einem anderen Prinzip. Dort werden adenovirale Vektoren verwendet. Das sind also anstelle, dass man Viren sind schließlich auch Nanopartikel. Ich meine, Nanopartikel heißt nichts Spezielles. Nanopartikel heißt einfach ein Partikel, das kleiner ist als ein Mikrometer. Und bei diesen Vakzinen wird keine RNA, sondern eine DNA verwendet und diese DNA, die kommt ebenfalls ins Cytosol und dort daraus wird wandert sie dann in den Nukleus und dort die RNA-Polymerase, das macht wieder eine RNA aus der DNA, die in den
Adenoviren drin ist und diese RNA wird dann translatiert und dann alles andere, was danach passiert, ist genau das Gleiche. Ich muss vielleicht noch betonen, dass in keinem von diesen Vakzinen kommt es zu einer dauerhaften Veränderung des Erbguts, also es kommt zu gar keine Veränderung des Erbguts. Die Zelle baut das Spike-Protein und die RNA wird irgendwann mal abgebaut und dann ist sie weg. Also es kommt definitiv zu keinem Einbau der Vakzine in das Genom des Wirtes. Ich muss sagen, dass mich persönlich hat die Effektivität dieser Impfstoffe wirklich umgehauen. Also als die Epidemie anfing, war ich sehr, sehr deprimiert und sehr skeptisch. Ich habe gedacht, ich meine, gegen Corona, es gibt viele Coronaviren, also vier Serotypen, die Schnupfen hervorrufen. Es ist niemand hat jemals einen wirksamen Impfstoff dagegen entwickelt. Man hat auch nicht groß versucht, weil das Schnupfen ist nicht so, ist keine tödliche Erkrankung. Aber auch bei Grippe ist es so, dass der Grippeimpfstoff hat keine 90-prozentige Schutzwirkung. Und das heißt, als die ersten Versuche anfingen, da habe ich gedacht, das klappt nie im Leben. Also das wird nicht so gut funktionieren. Als dann die Daten publiziert wurden von Moderna und von Pfizer, ich muss sagen, dass für mich ist es ein Wunder, also ein echter Wunder der Wissenschaft, dass wir einen Impfstoff haben, das in wenigen Monaten produziert wurde und eine 95-prozentige Schutz bietet. Das ist unglaublich. Das ist wirklich, also ich muss sagen, es ist wirklich etwas, was der Mensch gemacht hat, das mich imponiert. Letztendlich stellt sich die Frage, warum funktioniert es so gut? Und meine Vermutung ist, dass diese Vakzine, diese RNA-Vakzine, die sind reaktogen. Reaktogen heißt, dass sie tatsächlich eine Entzündung hervorrufen. Und ich glaube, das ist ein Teil davon. Weil ich muss Ihnen eins sagen, und das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber man darf diese Dinge nicht verschweigen. Diese Vakzinen, machen keine schweren Nebenwirkungen, aber sie machen eine lokale Reaktion. Also es ist durchaus möglich, dass ihnen am nächsten Tag der Arm richtig wehtut. Und ich meine, es ist nicht schlimm, aber es kann sein, dass sie auch vielleicht für einen Tag Fieber haben und so. Also es ist nicht nichts. Ich würde nicht unbedingt einen Marathonlauf planen am Tag nach der Impfung. Aber ich glaube, das ist einer der Gründe, warum diese Vakzinen so gut funktionieren, weil sie brauchen diese Reaktogenität, um eine starke Immunantwort auszulösen. Also das, mit anderen Worten, man kann das eine nicht ohne das andere haben. Die Toll-like-Rezeptoren, also wiederum, die Toll-like-Rezeptoren werden geschwächt aktiviert, weil die RNA modifiziert ist, aber sie werden immer noch aktiviert und es ist gut, dass es so ist. Das zeigt Ihnen ein bisschen, wie diese Reaktogenität zustande kommt. Also hier ist eine ganze Reihe von diesen TLR heißt Toll-like-Rezeptor, also das sind die Toll-like-Rezeptoren, die eben diese Reaktogenität auslösen und die Interferone sind antivirale Substanzen, die funktionieren sehr gut, sie wirken auch gegen die Viren, sie haben aber auch schwache Nebenwirkungen. Vielleicht noch etwas zur Sicherheit der Impfstoffe. Ich meine, mittlerweile sind über 20 Millionen Menschen mit dem Corona-Impfstoff geimpft worden. Also 20 Millionen Menschen. Es hat
keine einzige schwere Erkrankung stattgefunden. Es ist niemand an der Impfung gestorben. Es haben wenige Leute eine schwere allergische Reaktion gehabt, die in jedem Fall geheilt wurde innerhalb von wenigen Stunden. Also ich habe keinerlei Sorgen über die Sicherheit des Impfstoffs. Nun, es ist aber auch so, Sie müssen sehen, dass der Impfstoff wird verabreicht im Moment an Risikogruppen, das sind vor allem ältere Menschen, und manche von diesen Leuten werden am Tag nach der Impfung an einem Herzinfarkt sterben, genauso wie jeder andere über 70-Jährige auch das passieren kann. Das heißt nicht, dass die Impfung irgendetwas damit zu tun hat. Und das ist etwas, was Sie unbedingt im Kopf behalten sollen, wenn Sie solche alarmistischen Medienberichte lesen. Ich glaube, ich werde mich über all diese Dinge nicht mehr groß, nicht in die Details gehen, aber vielleicht während der Diskussion können wir darauf zurückkommen. Aber letztendlich, diese Slides zeigen Ihnen, wie der Impfstoff aufgenommen wird. Ich will noch zurückkommen, wie wir das Ganze, wie funktionieren Clinical Trials und im Prinzip gibt es vier Phasen und im Moment sind wir eigentlich alle bei der Phase 4. Das ist das sogenannte Post-Marketing Pharmacosurveillance, also die Pharmacovigilance, also die erste Phase zielt nur darauf ab, die Sicherheit festzustellen. Also da werden sehr kleine Dosen verabreicht an Freiwilligen, an gesunde Personen. Und dann, wenn das alles gut geht, werden etwas größere Dosen verabreicht, bis man die ideale Dosis findet. Und wenn das alles gut geht und wenn es zu keine schweren Nebenwirkungen kommt, dann geht man zur Phase 2. Und bei der Phase 2 versucht man eben, die Immunantwort des Körpers darzustellen. Also in der Phase 1 geht es nur um die Sicherheit. In der Phase 2 fängt es an, um die Effektivität zu gehen. Und wenn das alles, und wenn die Phase 2 schon mal zeigt, dass eben der Impfstoff funktioniert, das weiß man noch nicht, weil mit wenigen hundert Leute ist es nicht möglich, eine Sicherheit zu erzielen. Aber dann geht man zu Phase 3 über. Und bei Phase 3 muss man über 1000 Freiwilligen rekrutieren und dann hat man natürlich die statistische Breite, um festzustellen, ob ein Impfstoff wirklich funktioniert. In der Regel werden diese Phasen hintereinander gemacht. Also es wird erst die Phase 1 gemacht, dann werden die Ergebnisse ausgewertet, dann werden sie der regulatorischen Behörde, das wäre bei uns die Swissmedic, vorgestellt, und wenn das alles gut ist, fängt man an mit der Phase 2 und dann am Ende der Phase 2 ist genau das Gleiche und so weiter. Und das nimmt sehr viel Zeit, und was man gemacht hat bei der Moderna Studie, aber auch bei der Pfizer Studie, ist, dass man die Phase 2 und die Phase 3 fusioniert hat. Also man hat die gewissermaßen gleichzeitig durchgeführt. Und das hat die Entwicklung enorm beschleunigt. Und in der gleichen Zeit, während man hier war, hat man gesagt, okay, wir fangen schon an, die Produktionsfabriken hochzufahren. Das kostet viele Millionen Franken. Und die Firmen haben das gemacht, zum Teil aus eigener Kraft. Also Lonza hat zum Beispiel sehr viel investiert. Es war ein Risiko, aber es hat sich voll ausgezahlt. Aber zum Teil haben die Regierungen natürlich auch massiv geholfen. Und in Amerika war die Operation Warp Speed, also wo die Regierung auch sehr viel Defizitgarantien an die Firmen gegeben hat, damit man so dass man hat gedacht, okay, wenn alle die Phase 1, 2 und 3 gut verlaufen, dann können wir am nächsten Tag sofort mit der Produktion anfangen. Und das ist das, was hier passiert ist. Und ja, also vielleicht noch ein paar Dinge, die wir nicht wissen.
die bei Pfizer und bei Moderna ist die Impfung ist vorgesehen in zwei Phasen. Also es wird erst ein Priming und dann ein Boosting gemacht. Das gibt es bei vielen Impfungen, dass man zunächst einmal mit der ersten Dose eine Grundimmunität auslöst, aber dann mit der zweiten Dose ein sogenanntes Boost, das führt dazu, dass ein immunologisches Phänomen zustande kommt, das nennt sich Hyperaffinitätsreifung. Und bei der Hyperaffinitätsreifung kommen Antikörper zustande, die eine sehr hohe Bindungskraft für das Virus haben. Und das kann man eigentlich in der ersten, mit der ersten Dose nicht erzielen. Und zurzeit ist eine sehr starke Diskussion, manchmal auch ein bisschen unangenehme Diskussion unter Wissenschaftlern und Politikern, weil es sieht so aus, als wären die Firmen gar nicht imstande, genug Impfstoff für alle zu produzieren innerhalb der nächsten Monate. Und was man sich überlegt, ist, dass man die zweite Rappellimpfung, also die Boosting-Impfung, verzögert, weil dann man mehr Impfstoffe, Impfdosen hat, um die Erstimpfung bei mehr Menschen durchzuführen. Das ist eine sehr kontroverse Angelegenheit. Manche Wissenschaftler sind der Meinung, dass das die Population viel besser schützen wird. Andere aber warnen davor, dass wenn nur eine Impfdosis verabreicht wird, dass die Antikörper so schwach sein werden, dass unter Umständen sogar zu einem Selektionsdruck kommen wird, welches malignere Mutationen bei den Viren erlauben wird. Und das wäre natürlich eine Katastrophe. Und im Moment gibt es keine endgültige Klärung dieser Frage. Alles, was man sagen kann, ist, dass wir wissen, dass zwei Dosen eine 95-prozentige Schutz bieten gegen das Virus. Ob dem so ist, auch bei einer einzigen Dosen, das wissen wir einfach nicht. Ja, ich glaube, das ist, wissen Sie was, ich glaube, das ist alles, was ich sagen will. Und vielleicht, also es gibt eine ganze Reihe von, Sie werden von Ihren Patienten sicherlich gefragt und zum Teil, Sie wissen, die Leute werden gefüttert mit Fake News und so, und es ist sehr wichtig, dass wir als Ärzte und als Pflegekräfte und als Wissenschaftler auch ein bisschen Klärung schaffen. Was ich auch sehr bedenklich finde, ist, dass sowohl in Amerika wie auch in der Schweiz Umfragen zeigen, dass sogar unter Ärzten und unter Pflegefachpersonal eine große Impfskepsis vorhanden ist. Und über diese Dinge möchte ich auch sprechen und vielleicht ein bisschen helfen, die Situation zu klären. Also ich glaube, dass ich damit die Diskussion eröffnen möchte. Vielen Dank. Gut. Gibt es Fragen im Raum? Wenn Fragen sind, bitte einfach vorkommen, dass man sich ins Mikrofon sagen kann, dass sich Professor Abuzzi super versteht. Ja, ich glaube, vielleicht können wir auch durch die Fragen durchgehen, die so schriftlich, aber Sie können mir gerne auch die Fragen mündlich vortragen. Ich muss nur einschränkend sagen, dass meine Kenntnisse von Schweizerdeutsch sind beschränkt, also Sie können mich mir gerne entweder auf Hochdeutsch oder auf Italienisch oder auf Englisch, aber lieber nicht Schweizerdeutsch. Kann man sich einfach melden? Melden Sie sich. Gut, ich habe eine Frage. Ich habe eine Corona-Infektion durchgemacht Anfang November.
Ja. Man sagt grob, ich sei 3 Monate immun. Soll ich mich danach impfen lassen? Ich meine ja. Ich glaube, dass ich glaube, es gibt gute Gründe zu glauben, dass oder zu hoffen, dass der Schutz durch den Impfstoff stärker ist als der Schutz durch die durchgemachte Infektion. Auf der anderen Seite sind Beispiele von Reinfektion, also von einer zweiten Infektion mit Corona, relativ selten. Also das hat man eine Zeit lang überhaupt nicht gesehen. In letzter Zeit sieht man das häufiger. Und eine Möglichkeit ist, es haben sich mehrere Varianten des Virus etabliert. Also es gibt die englische Variante, die sogenannte, aber es gibt auch eine südafrikanische Variante, und was man vermutet, ist, dass manche Leute sich sukzessive mit unterschiedlichen Varianten von mutierten Viren infizieren können, und deswegen ist der Impfstoff auf jeden Fall angebracht. Gut, vielen Dank. Ja. Wo soll ich reinsprechen? Doch. Ah ja, ich grüße Sie. Es ist nett, dass Sie uns zur Rede und Antwort stehen. Ist denn das Spike-Protein so stabil über alle Mutationen hinweg, dass denn, wenn es so viele Mutationen gibt, die auch Reinfektionen machen, auch gegen möglicherweise schon vorhandenen Schutz des Immunsystems, ist das Spike-Protein so stabil? Also bei jedem Virus ist es immer ein Wettlauf zwischen Immunsystem und Virus. Das heißt, jedes Virus versucht, das Immunsystem zu hinterlisten, und das ist bei Corona auch nicht anders. Zu Anfang hatte ich große Angst, dass Corona sehr schnell mutieren würde, weil es ist ein RNA-Virus, und wie ich schon erklärt habe, RNA ist weniger stabil als DNA, und vor allem das Entscheidende ist, dass die RNA-abhängige RNA-Polymerase, das Enzym, dass die virale RNA nachbildet und repliziert, kann sehr viele Fehler machen. Und diese Fehler, das tönt eigentlich nach keine gute Sache für das Virus, aber eigentlich ist es essentiell, weil durch die Fehler entstehen die Mutationen, und dann spricht man von einer sogenannten Quasi-Spezies. Das wäre so fast eine Wolke von unterschiedlichen Mutationen, und ein RNA-Isolat von einem RNA-Virus kann aus vielen verschiedenen Quasi-Spezies bestehen. Ich muss allerdings sagen, dass im Laufe der Zeit hat sich aber gezeigt, dass das Virus viel stabiler ist, als wir befürchtet hatten. Und der Grund ist, dass die RNA-Polymerase vom Coronavirus hat eine sogenannte Proofreading-Funktion. Also sie macht weniger Fehler als andere RNA-Polymerase, wie zum Beispiel Masern. Und deswegen ist es zu weniger solche Komplikationen gekommen. Allerdings, wie sich das entwickeln wird in der Zukunft, ist schwer zu sagen. Meine Vermutung ist, dass es ähnlich sein wird wie beim Influenza-Virus, das übrigens auch ein RNA-Virus ist, nämlich dass man jedes Jahr die Vakzine etwas anpassen muss, um die jeweiligen epidemischen Stämme am besten zu erwischen. Ich muss allerdings sagen, dass bei RNA-Vakzinen ist das viel einfacher. Also die Logistik, den Impfstoff anzupassen an potenzielle neuen mutierten Formen, ist viel einfacher als zum Beispiel bei der konventionellen Impfung mit gegen Grippeviren. Erwin Mart ist hier in der Lernwerkstatt und hat eine Frage. Hört ihr uns? Ja, ja, ich höre euch. Ja, gehen Sie miteinander. Ich wollte fragen, die Impfstoffe haben eine 92-95%ige Wirkung. Da bleiben immer noch 5-8% übrig. Ist das keine Gefahr für Resistenzen? Ja, ja, es ist nicht nur das. Es sind erstens, also ich muss sagen, dass die 95-prozentige Werte sind eigentlich die
sind eigentlich die unterste Grenze. Es kann sein, dass die, also wir können nicht nachweisen, dass der Schutz hundertprozentig ist, aber es könnte durchaus sein. Wir können es nur nicht sagen, weil die Zahlen nicht da sind, um das behaupten zu können. Aber es könnte sogar sein, dass die Wirkung noch besser ist. Aber selbst wenn dem so wäre, ist die Sache natürlich schon so, dass nicht jeder kann, darf geimpft werden. Also es gibt Personen, die Erkrankungen haben, die eine Impfung verunmöglichen und zum Beispiel immunsupprimiert. Wenn sie immunsupprimiert sind, dann wird die wenn sie keine Immunzellen in ihrem Körper haben, dann können sie auch keine Immunantwort gegen den Impfstoff produzieren. Das heißt, es wird auch aus praktischen Gründen nicht möglich sein, die ganze Bevölkerung durchzuimpfen. Aber dann kommt der berüchtigte Begriff der Herdenimmunität zum Spiel. Und Herdenimmunität ist so ein Unwort mittlerweile. Also es hat immer gesagt, ich meine, ich habe neulich gelesen, ja, Herdenimmunität sei Genozid. Ich meine, das ist natürlich so. Man kann keine, also wenn man Herdenimmunität heißt, dass genügend Leute geimpft sind, dass gewissermaßen, dass sie die Ungeimpften mittragen. Also und das kann man auf zwei verschiedene Art und Weise erzielen. Erstens, wenn ein Virus ubiquitär ist und sehr viele Leute sich infiziert haben, dann gibt es de facto eine natürliche Herdenimmunität. Wenn das Virus aber viel Todesfälle hervorruft, dann ist diese Herdenimmunität eine Kapitulationserklärung und eine Katastrophe. Aber sie können die Herdenimmunität auch mit dem Impfstoff erzielen. Und die Hoffnung ist, dass wenn zum Beispiel 70% oder 80%, niemand weiß es so genau, wie viel Prozent der Bevölkerung durchgeimpft ist, dass die übrigen gewissermaßen mitgeschützt sind, weil sehr wenig Virus durch die Bevölkerung überhaupt eine Chance hat, sich auszubreiten. Mir hat auch eine Frage. Ja, können Sie bitte auf Hochdeutsch, dann verstehe ich. Die Frage ist beantwortet. Ah, ist schon ganz okay, es hat sich erledigt, ja. Ja, Es kann ein paar Fragen durch die Chat-Funktion, also nämlich, was ist mit bei den Allergikern? Ob ein Cortisonschutz vor und nach der Impfung sinnvoll sei, also das würde ich auf keinen Fall machen. Das würde die Reaktogenität sicherlich beeinträchtigen, also das ist keine gute Idee. Aber natürlich, wenn Sie allergisch sind, dann sollen Vorkehrungen getroffen werden, damit schnell eine potenzielle Anaphylaxis behandelt werden kann. Aber letztendlich, selbst bei schweren Allergikern, ist die Anaphylaxis extrem selten gewesen. Also wir sprechen von einer Handvoll Fällen unter Millionen von geimpften Menschen. Und die zweite Frage ist, ob die klinischen Studien einmalig durchgeführt werden und für alle Länder. Also es gibt Abkommen, das ist ganz unterschiedlich. Manche, also prinzipiell nicht, und häufig sind sowieso diese Studien international und multizentrisch. Aber manche Zulassungsbehörden haben Anforderungen, die von anderen nicht geteilt werden, und zum Teil gibt es Unterschiede von Land zu Land. Also ich war nicht sehr beeindruckt, wie langsam die Swissmedic diese Zulassungen vorgenommen hat, aber nun haben wir das, und das ist, also es war höchste Zeit, aber jetzt wenigstens haben wir das. Ich finde es, ehrlich gesagt, vielleicht ist das ein bisschen polemisch, aber ich meine, Israel hat mittlerweile bereits 30% seiner gesamten Bevölkerung durchgeimpft, und in der Schweiz, unser Bundesamt für Gesundheit traut sich nicht einmal zu publizieren, wie viele Leute geimpft wurden, vermutlich, weil sie sich schämen, dass es so wenige sind. Also also wenn ich bedenke, dass wir so ein reiches Land sind, dann muss ich sagen, also das Handling bisher ist kein Ruhmesblatt, aber es kann sich noch wenden. Ich hätte noch eine Frage, wie sieht es aus mit Schwangeren? Sollten die auch geimpft werden oder besteht da eine Gefahr oder ist es sogar positiv, wenn sie geimpft sind?
Also es ist so, dass gewisse Gruppen werden vorerst von den Impfungen ausgeschlossen und soviel ich weiß, in der Schweiz ist auch die Impfung erst ab 16 Jahren zugelassen und auch nicht bei Schwangerschaft. Das sind alles Vorsichtsmaßnahmen, die einen historischen Grund haben, weil Kinder auf viele Medikamente anders reagieren als Erwachsene und natürlich die bei der Schwangerschaft gibt es immer das furchtbare Gefahr der Teratogenität. Das war die Katastrophe mit dem Thalidomid, ne, das zu Phocomelie geführt hat. Also in den 60er Jahren wurde dieses Medikament eingesetzt gegen Migräne und man hat das an allen gegeben und dann sind Kinder geboren ohne Extremitäten, ohne Arme und ohne Beine. Das nennt man eine Phocomelie und dann hat man festgestellt, dass das Thalidomid verantwortlich war und seitdem werden in der ersten Phase Medikamente nie auf Schwangerschaften, auf schwangere Frauen in eine erste Phase ausgeweitet. Ich glaube, es ist vielleicht übertriebene Vorsicht, aber das ist einfach diese gesetzliche Lage und das lässt sich im Moment nicht ändern. Ich habe gleich noch eine Anschlussfrage. Ich habe gehört, ob das stimmt oder nicht, weiß nicht, hat das Coronavirus einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit, respektive auf die Impfdosis dann? Also die Pathologien, die durch Corona ausgelöst werden, sind noch nicht abschließend untersucht. Es ist ja schließlich ein sehr neues Virus. Also sicher ist, dass nicht nur die Lungen befallen werden. Das Coronavirus kann sich in den Endothelzellen der Gefäße vermehren und Endothelzellen gibt es überall im Körper. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass viele Organsysteme betroffen werden können. Das ist auch die Erfahrung gewesen. Zum Glück, also es gibt auch neurologische Komplikationen, aber zum Glück sieht es so aus, als die neurologischen Komplikationen eher sekundär seien, also Thrombosen und Embolien im Gehirn als Folge des Befalles von Endothelien und nicht direkt des Nervensystems. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, wir haben uns sehr interessiert für die Anosmie, also der Verlust des Riechsinnes. Wir haben auch, also meine Kollegen Daniel Kirschenbaum und Karl Fronzek, Oberärzte in meinem Institut, haben das sehr genau untersucht und sie haben ein schönes Paper in Lancet publiziert, wo sie das anatomisch-pathologische Substrat der Anosmie beschrieben haben. Und das ist auch nicht eine ein Befall direkt des Gehirnes, das sind die Riechnerven, die von einer Entzündung umhüllt werden. Und in manchen Patienten ist die Anosmie auch reversibel, aber nicht bei allen. Und vor allem, was ich auch sehr schlimm finde, ist, dass manche Patienten erleben eine sogenannte Phantosmie. Das sind Riechempfindungen von Gerüchen, die es gar nicht gibt. Und das sind meistens sehr unangenehme Gerüche, wie zum Beispiel so Zigarettenrauch oder so. Und das sind so sogenannte Phantosmien. Also aber das Spektrum eben, also Fruchtbarkeit und so weiter, das sind alles Dinge, die wir noch nicht wirklich abschließend beurteilen können. Was gilt denn hier für stillende Frauen? Ich habe Sie nicht verstanden. Was gilt für stillende Frauen? Ist das ähnlich wie für Schwangere oder? Ja, gute Frage. Das weiß ich wirklich nicht. Also ich bin sicher, dass die Information irgendwo im Netz ist, aber das weiß ich nicht. Okay. Es gibt noch ein paar Fragen in der Chat-Funktion. Also eine Frage ist, hat die Info Einfluss auf PCR-Covid-Test? Nein, auf keinen Fall. Also erstens ist die RNA der Impfstoff modifiziert. Also wir haben diese Pseudouridin-Basenpaare, die gar nicht amplifiziert werden. Und insofern, es gibt keine falsch positive Aufgrund der Impfung. Und
Die zweite Frage ist, wie findet man Personen für eine Phase 1-Test, die sich freiwillig zur Verfügung stellen? Also die, ja, also die findet man. Und für mich, aus meiner Sicht, nein, ich muss sagen, also für mich, das sind die echten Helden. Also die unsere Mitbürger, die sich freiwillig für die allererste Entry into Humans eines neuen Medikamenten zur Verfügung stellen, das sind wahre Helden. Und wir können alle diesen Leuten dankbar sein. Das humane Forschungsgesetz der Schweiz verbietet jegliche Form der Kompensation. Also man kann höchstens den Tram-Ticket offerieren, wenn sie ins Spital kommen, aber nichts anderes. Und das ist natürlich, um zu verhindern, dass die Leute gewissermaßen ihren Körper verkaufen. Also es ist echte Freiwilligkeit. Aber ich muss sagen, ich habe enorme Achtung vor diesen Menschen. Und die noch eine Frage, können Geimpfte den Virus oder das Virus übertragen, ohne selbst zu erkranken? Ja, das ist die wichtigste Frage überhaupt. Also ich befürchte ja, wahrscheinlich, also jetzt muss ich sagen, ich spekuliere, also es ist nicht wirklich klar, aber meine Spekulation ist, dass Geimpfte durchaus sich infizieren können. Sie werden nicht krank werden, aber sie werden das Virus weitergeben können, aber wahrscheinlich viel weniger. Mitunter auch, weil wenn sie nicht krank werden, dann werden sie nicht husten und dann werden sie nicht Viren durch die Gegend schleudern oder zumindest weniger. Aber ich glaube nicht, dass dass die Virusreplikation auf der Schleimhaut komplett unterdrückt wird durch den Impfstoff. Aber ich muss sagen, ich kann mich irren. Also diese Frage, die wird zurzeit noch untersucht. Ich möchte gerne eine Frage stellen. Bitte. In der Phase 3 einer Impfzulassung werden ja auch die Langzeitfolgen untersucht. Und diese Phase 3 wurde jetzt abgekürzt. Das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage, ich habe gelesen, dass Tollwut auch eine mRNA-Impfung ist und sie hält 4 Monate. Heißt das, dass ich in 4 Monaten mich nochmal impfen muss? Wahrscheinlich. Also die Phase 3 wurde nicht abgekürzt. Die Phase 3 ist abgeschlossen worden. Die klinischen Endpunkte sind erreicht worden und damit ist die Sache eigentlich abgeschlossen. Was wir jetzt haben, ist die Phase 4. Und die Phase 4 ist das bei jeder Impfung, auch bei jeder sonstigen Medikament, die Phase 4 untersucht dann die Langzeitwirkungen. Aber ich muss sagen, also für mich, also wenn wir jetzt 20 Millionen Menschen haben, die geimpft wurden, also die Wahrscheinlichkeit, dass noch wirklich etwas Schlimmes passiert, wird immer kleiner von Tag zu Tag. Die für mich am Anfang die größte Gefahr war die sogenannte Antibody-Dependent Enhancement, und das hat man gesehen bei einem anderen Impfstoff, nämlich gegen Dengue. Dengue ist eine Krankheit, die vor allem in Südostasien, in Philippinen, in Indonesien, aber auch zum Teil in Südamerika verbreitet ist. Es ist eine sehr schwere virale Erkrankung. Und dann dort hat man einen Impfstoff produziert von der Firma Sanofi. Dieser Impfstoff hat eigentlich hat er sehr gut geschützt, aber wenn sich die Leute infiziert haben, entweder gerade sich infiziert hatten, bevor sie geimpft wurden oder kurz danach, dann gab es eine Potenzierung der Erkrankung und es sind tatsächlich auch Menschen gestorben. Und das führt man darauf zurück, dass Antikörper mit niederer Affinität produziert wurden durch den Impfstoff, welche nicht vermochten, das Virus zu töten, jedoch den Eintritt des Virus in die Zelle beschleunigt haben. Und das nennt sich Antibody-Dependent Enhancement. Und das war die größte Gefahr eigentlich bei der Corona-Impfung. Aber wir beobachten das nicht. Also irgendwie also diese Angst war real, aber sie hat sich nicht bewahrheitet. Insofern, also ich würde hier wirklich Entwarnung geben. Ich hätte noch eine Frage im Hinblick auf immunsupprimierte Patienten mit Steroiden, TNF-Alpha-Blockern.
Da gibt es schon Erfahrungen, in welchem Ausmaß die Wirkung der Impfung reduziert ist bei Patienten, die Immunsuppressiva einnehmen. Das ist das Erste. Und das Zweite, entstehen daraus Empfehlungen für ein modifiziertes, eventuell intensiveres Impfverfahren? Ja, also das weiß ich nicht, ist aber eine sehr wichtige Frage. Aber da habe ich mich zu wenig beschäftigt, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Die zweite Frage wurde noch nicht beantwortet. Wie lange bin ich? Über den Dauer. Ja, das möchte ich auch gerne wissen. Ich glaube, dass, ich meine, man muss natürlich sagen, die Impfungen gibt es erst seit wenigen Monaten und diese Dinge, die lassen sich letztendlich nur experimentell feststellen. Also also meine Vermutung, aber wiederum, das ist völlig aus dem hohlen Bauch, ist, dass wir wahrscheinlich jedes Jahr, genauso wie bei der Grippeimpfung, uns auch gegen Corona werden impfen müssen. Aber wie gesagt, meine Meinung ist nur das, es ist nur eine Meinung, es ist nicht wirklich durch Fakten belegt. Ja, kann man herausfinden, ob man auf die Impfung allergisch reagieren könnte? Ja, also das ist eine interessante Frage. Also ich, also mir ist nicht bekannt, dass man das wirklich mit einem Pricktest oder so untersuchen könnte. Theoretisch ist es denkbar, aber ich weiß nicht, ob jemand sowas etabliert hat. Gibt es noch weitere Fragen? Dann wäre jetzt die letzte Chance so. Ihr hättet da noch eine Frage? Ja. Muss ich da hören? Ja. Grüezi, Herr Aguzzi. Ich habe Ihnen schriftlich eine Frage zukommen lassen zu einem pensionierten Professor. Ich weiß den Namen nicht mehr, er ist thailändischstämmig, darum weiß ich den Namen nicht mehr. Er ist sehr dezidiert kritisch gegen die Impfung und er ist Molekularbiologe, meine ich. Darum bin ich auch irritiert und Ihre Meinung würde mich sehr interessieren dazu. Wissen Sie, diese Krisen haben immer die Nebenwirkung, dass manche Leute das Gefühl haben, es ist eine goldene Gelegenheit für sich zu profilieren und in den Medien zu kommen. Und natürlich, wir wissen alle, wie Verschwörungstheorien in den Sozialmedien heutzutage epidemisch verbreitet werden. Ja, ich kenne diesen Herrn. Ich glaube, was er sagt, ist kompletter Blödsinn. Ich möchte gar nicht auf die Details eingehen, aber ich möchte Sie alle bitten, wirklich kritisch zu beurteilen. Aber es ist wirklich ein Problem, weil letztendlich im Internet kann jeder sagen, ich bin ein Professor, ich bin berühmt, ich weiß diese Dinge, aber wie soll man das nachprüfen? Ist sehr schwierig. Aber in diesem speziellen Fall, ohne jetzt auf diese Details zu gehen, es stimmt einfach kein Wort von dem, was dieser Herr behauptet. Okay, danke schön. Grüezi, Herr Professor Aguzzi, Kandler. Folgendes, ich möchte vielleicht nur eine Ergänzung machen wegen der Teratogonität. Da gibt es ja ein aktuelles Beispiel mit Metabalbuinsäure, oder? Wo man jetzt ja aktuell auch ein Medikament hat, wo das an Schwangere verabreicht wurde. Das ist nur als Ergänzung. Wir müssen nicht bis in die 60er Jahre zurückgehen in einem Thalidomid. Aber ich wollte noch was ergänzen. Das, was man jetzt gemacht hat, die ist so durchgepusht, die Entwicklung dieses Impfstoffes, ist ja schon, man hat praktisch die klinische Phase, die sie beschrieben hat, die hat man abkürzen können.
Aber die ganzen präklinischen Studien, Sie haben gesagt, Sie warten normalerweise nur auf das BRG und auf Swissmedic. Aber in der präklinischen Phase, wo man Tierversuche macht, Zellversuche, die ist ja praktisch aktuell, also außer vielleicht in die letzten 20 Jahre mit Messenger-RNA passiert, aber nicht jetzt bei diesem Impfstoff. Und der letzte Impfstoff, den man relativ rasch entwickelt hat, ist ja der von der Schweinegrippe. Und da hat man ja doch 700 junge Menschen mit Narkolepsie gehabt, also Impfschäden. Schließen Sie aus, dass sowas Ähnliches auch jetzt passieren kann? Oder sind Sie... Ja. Ja, also die Sache mit der Narkolepsie ist, hat übrigens, mich hat immer gewundert, warum die Anti-Vax-Leute nicht auf die Narkolepsie sich eingeschossen haben, weil das in der Tat ist aus meiner Sicht wirklich bedenklich gewesen und die Anti-Vax-Bewegung sagt immer, dass Masernimpfung Autismus hervorruft und das ist kompletter Blödsinn, das ist widerlegt worden eine Million Mal, also das stimmt sicher nicht. Aber die Sache mit der Narkolepsie ist interessant und nicht ganz klar. Ich würde sagen, die epidemiologische Evidenz ist sehr schwammig. Also die Idee ist, es gab ein Impfstoff, ein ganz spezieller Impfstoff gegen pandemische Grippe, das nannte sich Pandemrix und dort bei diesem Impfstoff hat es, manche Leute haben Narkolepsie entwickelt, das ist eine sehr schwere neurologische Erkrankung und aber ich muss sagen, es ist nur in Schweden vorgekommen, es ist nicht klar, ob wirklich das Impfstoff dafür verantwortlich war. Es kann nicht ausgeschlossen werden, aber es ist auch nicht wirklich belegt. Also die Epidemiologie ist sehr unklar dort. Dennoch, das ist, ich finde prinzipiell, dass solche Dinge, die muss man sich überlegen und was man damals gedacht hat, ist, dass eine sogenannte Molecular Mimicry stattfindet. Also das heißt, dass bestimmte Bestandteile des Impfstoffs ähnlich seien wie Oberflächenproteine von Nervenzellen und dadurch die Immunität die Nervenzellen gewissermaßen als Friendly Fire angegriffen hat. All diese Dinge, ich muss aber wirklich sagen, sie sind nicht wirklich belegt worden. Und und prinzipiell könnte sowas auch passieren. Ich muss allerdings sagen, noch einmal, wir haben 20 Millionen Menschen geimpft. Also bis jetzt haben wir nichts desgleichen beobachtet. Also es kann schon sein, dass schwere Nebenwirkungen noch in der Phase 4 bekannt werden. Aber wenn ich denke, die Infektion mit Coronavirus hat eine Letalität in der Schweiz zwischen 0,4 und 0,6%. Und die Letalität des Impfstoffes, wenn es die überhaupt gibt, ist offenbar weniger als 1 auf 20 Millionen. Also für mich letztendlich meine, jede Behandlung ist eine Nutzen-Risiko-Abwägung, aber die Zahlen hier sind relativ klar. Wir haben noch zwei Fragen aus dem Chat. Ja. Wie reagieren Patienten mit Autoimmunerkrankungen? Also soviel ich weiß, das USZ hat jetzt angefangen, Patienten mit Autoimmunerkrankungen prioritär zu impfen. Und ich habe keine speziellen Informationen darüber, über die Verläufe, aber sie werden zumindest im Moment angesehen als Priorität Nummer zwei. Also Priorität Nummer eins sind die älteren Patienten. Und dann gibt es da noch die Frage, empfehlen Sie nach einer durchgemachten Covid-Erkrankung eine gewisse Zeit zu warten mit der Impfung? Nein, ich glaube nicht, dass es unbedingt empfehlenswert sei.
Stimmt. Dann gut. Also, dann bedanke ich mich ganz herzlich Ihnen, Professor Rapuzzi, für die sehr interessanten Ausführungen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns alle, dass man die Gelegenheit hat, die Fragen zu stellen, die Informationen zu bekommen, auch mal so aus erster Hand direkt von jemandem, der sich regelmäßig mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich bedanke mich auch, dass so viele vom Personal der Mitarbeiter daran teilgenommen haben, in den verschiedenen Bereichen sich zugeschaltet haben, in den verschiedenen Räumlichkeiten. Und wünsche allen einen ganz schönen Abend, in dem Fall einen schönen Tag. Ade, Herr Professor Rapuzzi. Danke Ihnen. Auf Wiedersehen.